Mario hat mit seiner ganzen Kohle sich einen schicken Mercedes geleistet. Ja, willkommen zu Mario Kart 8 Part 3. Wir fahren heute Wario mit dem GLA, Mercedes GLA, den GLA Reifen und dem Wario Gleiter. Und Wario wird uns heute auch noch seine schicke Abfahrt zeigen. Das ist wirklich die beste Piste auf diesem Mario Kart. Ja. Werden wir aber noch sehen. Ja, die Ladezeiten dauern etwas lange. Die hier schneide ich jetzt nicht raus. Und da haben wir schon den Sonnenflughafen. Ja. Ich kann es immer nur betonen, die Strecken sind allesamt top. Es gibt vielleicht zwei, die etwas abschwächeln, aber mein Gott. So schlimm ist es auch nicht. So, da haben wir das erste neue Item, die Piranha-Pflanze. Ich habe ja schon in Part 2 davon... gesprochen und jetzt setzen wir sie mal ein. Ja, der GLA hat ziemlich schweres Handling und eine sehr langsame Beschleunigung. Das ist das größte Problem heute. Aber wir brauchen ja nicht erste zu werden. Wir haben es ja auch letztes Mal verkackt, diesmal sicher auch wieder. So, und das war sie, die Pflanze. Ja, sie hat nicht wirklich was gebraucht. Man ist kurze Zeit ein bisschen geschützt von Dingen, die rundherum fliegen. Aber das war es auch schon. Und ich bin nicht so zufrieden mit diesem Item. Wie seht ihr das? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Item haltet. So, Mario geht hier gerade ziemlich ab. Ich mag das Geräusch vom GLA hier, wenn der beschleunigt. Das sehr tiefe. Ah ja. Ja, ein sehr lustiger DLC. Ich fahre den GLA an sich nicht so gerne, denn ja, er ist mit jedem Charakter ziemlich schwierig zu lenken und ja, an sich lohnt es sich mit ihm nur auf Sand, meiner Meinung nach. Und da es nicht so viele Sandstrecken gibt, ja. Nein, danke. So, Mario hat einen Bomb-Orb. Natürlich trifft er mich damit voll. Wer hätte es gedacht? So, dann gibt es noch zwei Modelle. Das ist einmal der Mercedes Silberpfeil, ich weiß nicht der genaue Name. Und dann noch den Rooster oder wie der hier hieß. Mercedes Rooster. Zeige ich euch auch noch. Die beiden sind ziemlich gut. Die fahre ich auch häufig online. Also mit denen komme ich ganz gut klar und die sind auch ziemlich schnell. Also. Die gefallen mir sehr gut. Ich glaube, in diesem Mario Kart gibt es 5 Schwierigkeitsklassen. Und Wario gehört zur zweitschwersten an. So, wir sind Erster geworden. Wunderbar. Das gibt 15 Punkte für uns. Und auf die nächste Piste. Ja, die Delfin-Lagune. Piste Nummer 1, die ich nicht mag. Ja, sie ist... Ja, gut, man muss objektiv sagen, dass die sehr schön aussieht und auch sehr innovativ ist. Man fährt, ich glaube, die ganze Zeit unter Wasser. Es gibt vielleicht ein, zwei Passagen, wo man über Wasser fährt. Und, an sich ist sie ja auch gelungen, aber ich hasse sie, denn sie ist sauschwierig. Also, ich kann die Strecke einfach gar nicht. Sie ist kurvenreich, das Wasser verfälscht ein bisschen so den Sprung, die Weite, wie man fliegt halt und so. Und ja, die Strecke liegt mir nicht. Also, ich bezweifle auch, dass wir überhaupt mit dem GLA hier
den ersten Platz einnehmen werden. Wenn, das wäre ein Wunder, denn der GLA ist sehr schwierig zu lenken und auf dieser Piste habe ich sogar schon Probleme mit Inside Drifter und ja, da sieht man schon, ich bin in die Wand gerammt. Ja. Vielleicht werden wir erst, aber ich bezweifle es. Wario fahre ich jetzt auch nicht so häufig, also es kann auch an ihm liegen. Aber ich sage jetzt mal, dass es am GLA liegt, denn Wario, also die Charaktere, die ändern nicht so viel an den Stats der Wagen. Nur die Beschleunigung und das Gewicht halt. Die Schnelligkeit und so. Aber ja, es sind schon eher die Karteile, die entscheidend sind. Und wir wurden gerade von einem Bumerang getroffen und dann noch einen Blitz. Ja, so werden wir bestimmt nicht Erster. Und Peach hier. Ah, Banane. Ups. Ja, wenn man getroffen wird, dann verliert man Münzen. 3 Stück. Wenn man keine 3 mehr hat, dann halt 2 oder 1. Und wenn man überhaupt keine hat, verliert man logischerweise überhaupt keine. Ja, Wario müsste eigentlich sehr allergisch darauf reagieren, Münzen zu verlieren. Also, Wario, lass dich doch lieber weniger treffen. Das, ja, ist nicht gut, Wario. Nein, so geht das nicht. Oh mein Gott. Ja, und ihr habt auch gesehen, es gibt keine Lage, also, wie sagt man, der Screen wird nicht gewechselt, wenn man ins, in den Abgrund stürzt, sondern Lakito kommt einem sofort zur Hilfe. Das ganz schnelle Recovern ist auch ziemlich genial. Und wir haben Gleichstand mit Daisy, dann entscheidet wohl die nächste Strecke. Welche mag es sein? Disco Droh. Ja, in Mario Kart 7 gab es die Instrumentalpiste. Und die neue Variante ist der Discodrom. Auch diese Piste hat klasse Musik und die fahre ich sehr gerne. Magisch. Die ist am Ende etwas schwierig, aber ich kann die ziemlich gut. Da haben meistens online die Gegner Probleme und ich reiße es in der letzten Minute dann um. Ja, hat auch wieder sehr viel mit Schwerkraft zu tun. Und hier sehen wir zum Beispiel, wir sind jetzt gerade in einen reingefahren. Und hier nochmal haben wir diesen Reifen mitgenommen auf der Strecke. Und alles hat uns einen kleinen Turboschub gegeben. So, über die Synthesizer hier fahren wir. Und dann hier noch über diese Pads, glaube ich, nennt man die Launchpads, ne? Ja. Ja, der Wario-Gleiter ist vielleicht ein bisschen schwer. Ich benutze den nicht so oft. Aber meistens, muss ich sagen, fahre ich auch, wie ich gerade designtechnisch toll finde. Also, ich behalte die Stats weniger im Auge. Man braucht sie in diesem Mario Kart auch nicht wirklich. Also, ja, Kopf am Kopf am Kopf, in den Entscheidungen, ja, dann ist es wichtig, die Höchstgeschwindigkeit zu haben. Und so, aber meistens entscheidet das Item doch vorher. Ja, das Item Balancing wurde auch schon 2-mal geändert. Also am Anfang hat man viel mehr Münzen und Pilze gesehen. Jetzt aber nicht mehr so. Also wenn man dann auf dem 7. Platz war zum Beispiel, dann, und man einen Pilz bekommen hat, dann haben die 4 Plätze vor einem auch Pilze bekommen. Und ja, es war überhaupt keine Chance, irgendwie nach vorne zu kommen. So, Daisy ist unsere Konkurrentin. Die müssen wir im Auge behalten. Ja, das wurde jetzt geändert und ich denke, nach dem letzten Update ist das Item Balancing ziemlich anständig. Man bekommt auf dem ersten Platz nicht mehr so häufig Münzen, dass man sich überhaupt nicht mehr schützen kann. Und auf dem letzten Platz wird man weniger benachteiligt.
So, die letzte Runde ist angebracht. Wir haben die Feuerblume. Damit können wir einige Feuerbälle schießen. Allerdings fährt uns Daisy gerade davon. Das ist nicht so toll. Dann müssen wir jetzt noch einige Plätze gut machen. Au. Daisy ist hinter uns. Nein, vor uns. Aber sie hat auch keinen so grandiosen Platz hingelegt. Mario und Daisy werden auf der Wario-Abfahrt wohl unsere entscheidenden Konkurrenten sein. Wie wird das ausgehen? In Mario Kart 7 wurden sie eingeführt und nur die Wario-Abfahrt hat es in Mario Kart 8 zur Abschnittstrecke geschafft. Ja, richtig gehört. Es ist die einzige Abschnittstrecke, die in Mario Kart 8 vertreten ist. Natürlich ist es eine ganz neue und sie ist, das ist wirklich eine grandiose Strecke. Sehr viel Vielfalt und Wario-typisch einfach spektakulär mit Kurven und was weiß ich, Beschleunigungsstreifen. Ja, halt das Übertriebenste vom Übertriebensten. Und wir werden hier die meisten Probleme gegen unsere Konkurrenten haben, denn wir besitzen den GLR, der nicht so geeignet ist, um hier diese Kurven vollständig auszunutzen. Unsere Gegner besitzen das Standard-Kart, ja, das ist jetzt auch nicht so der Hammer, und Mario besitzt das Dirtbike, ne? Ja. Ja, er hat wohl die größeren Vorteile und das gibt's doch nicht. Kommt ein Stachelpanzer. Da ist auch schon Mario. So, jetzt hier die Beschleunigungsstreifen. Wichtig, dass wir die alle mitnehmen. Und jetzt geht es in den Wald. Damit habe ich die meisten Probleme, denn hier muss man ganz schön ränkeln können und unten schaffe ich es einfach nie, die Bäume in Ruhe zu lassen. Also ich weiß, dass ich fahre hier ewig gegen einen Baum. Diesmal nicht, aber es ist nur ein Stückchen. Nein, diesmal nicht. Okay, dann sind wir gut durchgekommen. Jetzt noch über die Skipiste hier. Und wieso schmeiße ich meine Banane weg? Bin ich denn bescheuert? Mario sitzt vor uns, aber vielleicht kommt ja noch ein blauer Panzer. Nein, es kommt ein, ja, ich weiß nicht mehr, wie man den nennt. Blooper, genau, Blooper. Der versperrt uns den Weg, wurde in Mario Kart DS zum ersten Mal eingeführt und diesmal ist er mal wirklich effektiv. Also diesmal bringt er wirklich Probleme und wir sind auf dem Endspurt. Wir sind auf dem ersten Platz, aber je nachdem, was Mario jetzt bekommt, können wir es wieder abhaken. Er darf natürlich jetzt nicht vom Windschatten profitieren. Ich schaue nach hinten, aber wir schaffen es. Okay, wir haben das Rennen für uns entschieden. Goldpokal ist uns sicher, das mag Wario doch. Ja, die Abschnittstrecken. Dort muss man sehr gut aufpassen, denn ein Fehler könnte wirklich das Ende bedeuten und man kommt nicht mehr wieder zurück. Es ist jedenfalls schwierig. Ja. Den Sternpokal, den kann sich Wario nun in die Vitrine stellen. Und beim nächsten Mal werden wir mal die... Was werden wir? Die Quads testen. Jawohl. Schaltet nächstes Mal auch wieder ein, wenn wir dann den Spezialkopf befahren. Und mir fällt gerade auf dem Boden befindet sich ein Luma. Oh, das ist aber niedlich. Gut. Dann bis dann.